Guten Abend, herzlich willkommen zur ZIP 2. Rund 17 Milliarden an Corona-Hilfen hat die eigens dafür eingerichtete COFAG bisher bereitgestellt. Aber der Rechnungshof übt jetzt vernichtende Kritik an der COFAG. In einem Rohbericht kritisieren die Prüfer hohe Beraterkosten, Intransparenz und fragwürdige Förderungen. Hilflos gegen Hass reichen die Gesetze gegen Online-Hetze und sind die Behörden kompetent und engagiert genug? Dazu ist Justizministerin Alma Sadic von den Grünen live im Studio. Hausbesuch bei Donald Trump. Das FBI hat bei einer Razzia offenbar verschwundene Dokumente aus dem Weißen Haus gesucht. Es ist die erste Hausdurchsuchung bei einem ehemaligen Präsidenten überhaupt. Koste es, was es wolle, hat die Regierung vor 2,5 Jahren versprochen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Lockdowns abzufedern. Dafür wurde binnen weniger Tage eine eigene Firma gegründet, die Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes GmbH, kurz COFAG, die seither rund 17 Milliarden an Förderungen und Garantien bereitgestellt hat. Mit einem erheblichen Risiko für Überförderung, sagt jetzt der Rechnungshof in einem fast 200 Seiten dicken Rohbericht, über den die Wochenzeitung Falter heute als erste berichtet hat. Die Gründung der COFAG wäre wenig zweckmäßig gewesen und intransparent, sagen die Prüfer. Und viele Millionen wurden für externe Berater ausgegeben, statt die Expertise im Finanzministerium zu nutzen. Ein Satz, der vor 2 Jahren in die österreichische Geschichte eingegangen ist. Koste es, was es wolle, um österreichische Arbeitsplätze zu retten. Wie der Rechnungshof jetzt in einem Rohbericht, der der Wiener Wochenzeitung Falter zugespielt wurde, festhält, sind es vor allem ein paar wenige Arbeitsplätze, die sehr viel Geld gekostet haben. Das Interessante ist, dass dieser Rohbericht erstmals Einblicke gibt in diese COFAG, in die Finanzierungsagentur des Bundes. Wir erinnern uns, die COFAG, das war immer eine Art Blackbox. Die Opposition hat sich da die Zähne ausgebissen. Denn nicht das Finanzministerium mit seinen Beamtinnen und Beamten wickelt die Corona-Hilfen ab, sondern die eigens gegründete GmbH, die COFAG. Sie ist eine Tochtergesellschaft der ABAG, die die Bankenhilfe nach der Finanzkrise 2014 gemanagt hat. Abgemacht wird dieser Plan mündlich. Der Rechnungshof hat nur persönliche Mitschriften der späteren Geschäftsführung zur Verfügung. Sonst wird nämlich nichts dokumentiert. Auch die Fachabteilungen im Finanzministerium lässt man damals außen vor. Das Kabinett des damaligen Finanzministers Blümel höchst selbst kümmert sich um die COFAG. Im Rohbericht des Rechnungshofs heißt es dazu: Die COFAG entstand binnen weniger Tage, ohne nachvollziehbare Dokumentation der Willensbildung und Entscheidungsfindung im Finanzministerium sowie ohne ein Mindestmaß an Begründung und Abwägung der Alternativen. Einer der Chefs der neuen COFAG wird Bernhard Perner, der auch Geschäftsführer der ABAG und ein Vertrauter des damaligen ÖBAG-Chefs Thomas Schmidt ist. Im Jahr 2020 bringt ihm das 280.000 Euro von der ABAG und noch einmal 175.000 Euro Gage von der COFAG, obwohl die ja eigentlich der ABAG gehört und somit in seinem Arbeitsvertrag inkludiert ist. Diese Postenbesetzung kritisiert schon damals die Finanzprokuratur, also die Anwaltschaft der Republik, aber ohne gehört zu werden. COFAG-Aufsichtsratschef wird Michael Mendl, auch ehemaliger Geschäftsführer der ABAG. Das 8-köpfige Gremium hat laut Bilanz im ersten Jahr über 400.000 Euro von der COFAG erhalten. Auch für Berater ist reichlich Geld geflossen. Von März 2020 bis Juni 2021 soll die COFAG für Beraterleistungen 21 Millionen Euro ausgegeben haben, 2/3 davon für externe Berater. Die COFAG hat 14 Millionen Euro an private externe Berater, also Wirtschaftsprüfer und vor allem Rechtsanwälte vergeben. Und es waren Rechtsanwälte, die dann auch Gesetzesentwürfe geschrieben haben und die da wirklich ganz eng mit der COFAG zusammengearbeitet haben, eben an den Beamten vorbei. Was die Corona-Hilfen anbelangt, geht viel Geld an die Hotellerie und Gastronomie. Die COFAG zahlt einen Umsatzersatz basierend auf dem Vorjahresumsatz aus. Ganz egal, ob die Betriebe Kurzarbeit angemeldet haben oder Speisen zum Mitnehmen anbieten oder nicht. Der Rechnungshof spricht hier von einem erheblichen Risiko für Überförderungen. Weder die COFAG noch deren ehemaliger Geschäftsführer Perner wollten der ZIP 2 ein Interview geben. Aus dem Finanzministerium kommt eine schriftliche Stellungnahme. Wir waren und sind der Überzeugung, dass die Abwicklung der Unterstützungsleistungen durch die COFAG die schnellste und effizienteste Methode war, um rasch Hilfe bereitzustellen.
Die Entscheidung hat sich als richtig erwiesen. Einige Zeilen darunter heißt es dann: Kritik, Kommentare und Empfehlungen des Rechnungshofes werden natürlich umgesetzt. Nur, dass es dafür mittlerweile zu spät ist, denn viel Steuergeld, ob als womöglich zum Teil unnötig hohe Hilfen oder vermessene Gagen, ist unwiederbringlich weg. Seit dem tragischen Tod der oberösterreichischen Ärztin Lisa Maria Kellermeier, die monatelang im Internet bedroht worden ist, wird wieder über Hass im Netz debattiert. Ob die Gesetze dagegen ausreichen und ob Polizei und Justiz die nötige Expertise, das nötige Personal und auch das nötige Engagement haben, um Belästigungen, Hetze, Verleumdungen und Drohungen im Internet zu verfolgen. Vor 1,5 Jahren haben die zuständigen Ministerinnen ein Gesetzespaket gegen Hass im Netz präsentiert. Die ÖVP fordert jetzt noch eine eigene Sonderstaatsanwaltschaft. Und die grüne Justizministerin Sadic startet eine Aufklärungskampagne. Eine Rechtshilfe für Opfer zum Beispiel wurde im Vorjahr von nur 16 Menschen in Anspruch genommen, weil offenbar niemand davon weiß. Es sind oft nur ein paar kurze Zeilen, die sich für Betroffene aber alles andere als harmlos anfühlen. Wer Hasskommentare bekommt, soll sich dagegen wehren können. Aber ganz so einfach ist das gar nicht, obwohl es seit 1,5 Jahren ein eigenes Gesetz gegen Hass im Netz gibt. Das Problem ist, dass wir als Bürger in einem Rechtsstaat ja schon davon ausgehen, dass wenn man mit einem Verbrechen, das man meldet, zur Polizei geht, zur Justiz geht, dass das wohin führt. Und die Realität ist, dass diese Geschichten manchmal versanden. Obwohl vielleicht noch Spuren da gewesen wären, die man stärker hätte nachermitteln können. Oftmals fehle das Know-how. Genau deshalb sei eine auf solche Fälle spezialisierte Staatsanwaltschaft eine gute Idee, so Brodnik. Derzeit gilt, wer einen Hasskommentar bekommt, kann einen Unterlassungsantrag beim Bezirksgericht stellen und diesen von der Plattform löschen lassen. Allerdings hätten die dortigen Richterinnen und Richter oft kaum Erfahrung mit solchen Verfahren, sagt der Rechtsanwalt Clemens Thiele, der auf Hass im Netz spezialisiert ist. Auch in technischer Hinsicht mache ich in der Praxis die Erfahrung, dass viele Richter entweder selbst gar nicht Social Network nutzen und wenn, dann mit diesen Besonderheiten, die ja immer wieder eine Rolle spielen, einfach nicht vertraut sind. Dazu kommt, dass gerade Unterlassungsanträge gegen Hasspostings zwar möglich, aber noch kaum erfolgreich sind, wie eine parlamentarische Anfragebeantwortung des Justizministeriums zeigt. Demnach hat es im vergangenen Jahr gerade einmal 24 Anträge gegeben. Nur einer davon ist letztlich erfolgreich. Der Gesetzgeber hat nämlich in diesen Unterlassungsauftrag als Voraussetzung hineingeschrieben, dass es eine Persönlichkeitsverletzung sein muss, die die Menschenwürde erheblich beeinträchtigt. Und die Gerichte sind sehr zurückhaltend, weil sie sagen, solange hier noch kein Höchstgericht entschieden hat, werden wir eher im Sinne der Plattformen entscheiden. Auch die Plattformen selbst seien zum Teil bei der Bekämpfung von Hasspostings keine große Hilfe. Manche, wie etwa Telegram, hätten noch immer keinen Kontakt genannt, der für Beschwerden zuständig ist. Bei anderen, wie etwa YouTube, seien Meldeformulare schwer zu finden. Die Frage ist natürlich, ob die großen Plattformen ihre Meldeformulare bewusst kompliziert machen, damit Leute es dann nicht melden und sie sich Arbeit sparen. Hier müsse der Staat den Druck auf die Plattformen erhöhen, damit es genauso leicht wird, ein Hassposting zu löschen, wie es derzeit ist, eines zu schreiben. Und ich begrüße dazu jetzt Justizministerin Alma Sadic von den Grünen live im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend, danke für die Einladung. Frau Bundesministerin, beim Beschluss des Gesetzespaketes gegen Hass im Netz haben Sie wörtlich gesagt, ich zitiere, die Betroffenen bekommen jetzt die Werkzeuge, damit sie sich rasch, wirksam und kostengünstig gegen Hass im Netz wehren können. 1,5 Jahre später, haben Sie da nicht ganz eindeutig zu viel versprochen? Das große Ziel dieses Hass im Netz-Paketes ist einerseits, dass die Menschen, die von Hass im Netz betroffen sind, sich rasch und kostengünstig, wie Sie richtig gesagt haben, sich zur Wehr setzen können. Und andererseits, der Rechtsschutz auch ausgeweitet wird. Das ist einerseits geschehen, indem natürlich die Straftatbestände nachgeschärft wurden. Und andererseits, das, was mir besonders wichtig war, war diese Prozessbegleitung. Nämlich, dass man Opfer oder Betroffene von Hass im Netz in dieser Situation sowohl juristisch als auch emotional unterstützt und das Ganze kostenlos. Und wir haben, wie wir das schon im Beitrag gesehen haben, auch gesehen,
im Justizministerium, das wird nicht so angenommen. Und deswegen gibt es jetzt eine breit angelegte Informationskampagne, damit man genau dieses Instrument, damit jeder Mensch, der von Hass im Netz betroffen ist, auch weiß, dass man kostenlos Unterstützung bekommen kann. Zu der Kampagne kommen wir noch, aber bleiben wir noch kurz beim Gesetz. Da stehen ja viele vernünftige Dinge drin, das ist ja unbestritten. Nur Sie können das nicht durchsetzen. Manche Plattformen halten sich einfach nicht dran, sondern lachen die österreichischen Behörden einfach aus. Ja, das sind zwei Sachen zu bedenken. Zum einen ist es natürlich wesentlich effizienter, wenn wir auf europäischer Ebene eine gemeinsame Regelung haben. Und das ist auch gelungen mit dem Digital Service Act. Das sollte bis 2024 in Kraft treten. Wir haben aber vor zwei Jahren schon gewusst, das wird lange dauern, bis dieser Digital Service Act in Kraft tritt. Deswegen war es auch der Ministerin Edtstadler wichtig, auch auf österreichischer Ebene mit dem Kommunikationsplattformgesetz hier Möglichkeiten zu schaffen, wie die Plattformen stärker in die Pflicht genommen werden. Also Sie sagen, das war der Ministerin Edtstadler von der ÖVP wichtig, Ihnen also nicht? Das war mir ja genauso wichtig. Die Kommunikationsplattformen sind in ihrer Zuständigkeit und ich weiß auch, dass es ihr ein besonderes Anliegen ist, hier auch Telegram in den Griff zu bekommen. Und ich gehe davon aus, dass hier auch rasch Druck aufgebaut wird. Aber ich sage Ihnen ein konkretes Beispiel, weil ich das zufällig sehr genau kenne. Vor einem Jahr hat mich jemand auf Twitter anonym als oberste Corona-Nazi-Drecksau beschimpft. Das ist jetzt nicht weiter schlimm, aber in Österreich strafbar. Jetzt hat Twitter auf meine Beschwerde nicht reagiert, obwohl ich dort relativ viele Follower habe. Und da dachte ich mir, es gibt ja ein neues Gesetzespaket und ich probiere das jetzt mal aus. Jetzt gibt es aber bei Twitter das gesetzlich vorgeschriebene Meldeformular nicht. Twitter hat auch nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Vertreter in Österreich. Der Europasitz von Twitter hat sich für nicht zuständig erklärt, weil die Daten in den USA liegen würden. Und das US-Justizministerium hat dem Straflandesgericht schriftlich erklärt, das Posting fällt unter Meinungsfreiheit. Jetzt ist das ja völlig harmlos im Vergleich zu dem Hass und der Hetze, die vor allem Frauen online erleben. Aber selbst der Richter am Straflandesgericht hat uns erklärt, er ist erstaunt, wie wenig das Hass im Netzpaket in der Praxis bringt. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht. Wir müssen einfach schauen, dass wir auf allen Ebenen hier in diesem Zusammenhang sensibilisieren. Alle Expertinnen und Experten melden mir zurück, wir haben ausreichende Gesetze, nur diese Gesetze müssen auch angewendet werden, müssen auch umgesetzt werden. Aber warum bringe ich dann das und die erste Anlaufstelle ist natürlich die Polizei. Hier braucht es auch Sensibilisierungsmaßnahmen, hier wird es auch Aufstockung brauchen, gerade im Bereich der IT-Kompetenz und auch in der Staatsanwaltschaft. Aber die Polizei hilft mir da nichts. Das Problem ist, dass Twitter ihr Gesetz einfach ignoriert und sie tun nichts dagegen. Da gebe ich Ihnen auch vollkommen recht. Gerade bei Twitter und Telegram ist das ein großes Problem. Wir haben auch auf europäischer Ebene, als es um das Digital Service Act gegangen ist, alle großen Plattformen, Vertreter eingeladen. Twitter hat nur eine schriftliche Rückmeldung zurückgeschickt. Für mich ist klar, es gibt ein paar Plattformen, die sich nicht daran halten, die sich schon gar nicht an österreichische Regelungen halten. Und da werden wir uns als Bundesregierung und auch die zuständige Ministerin hier auch was überlegen müssen, damit man die auch zur Verantwortung zieht. Einerseits, aber andererseits, und das sieht man leider auch, wir können nur dann stark agieren, wenn wir europäisch und einheitlich vorgehen. Und daher ist dieser Digital Service Act einfach so entscheidend und wichtig, denn der führt dazu, dass alle Regelungen vereinheitlicht werden und wir genau diese internationalen Plattformen wie Twitter, und Twitter ist eine wichtige Plattform, weil viele Journalistinnen, Journalisten, Politikerinnen sich ihre Meinung auch da äußern, aber auch dort angegriffen werden, braucht es hier auch ein Compliance Sentence von Twitter. Jetzt ist dieser Digital Service Act im Juni im Europaparlament beschlossen worden. Warum tritt er trotzdem nicht vor 2024 in Österreich in Kraft? Er muss noch durch einige Gremien durch. Also es ist noch nicht ganz final, aber es sollen vor 2024, haben Sie es genannt, in Kraft treten. Aber warum geht das nicht schneller? Wir werden uns das anschauen. Ich gehe davon aus, dass die zuständige Ministerin das auch prüfen wird und das auch dementsprechend umsetzen wird. Kommen wir zum Vollzug der Gesetze und zum traurigen Anlass. Nach dem Tod von Dr. Kellermeier hat es ja heftige Kritik an den Behörden gegeben, an der Polizei in Oberösterreich, das brauchen wir jetzt nicht zu besprechen, aber auch an der Staatsanwaltschaft Wels, die Ermittlungen wegen gefährlicher Drohung gegen einen deutschen Verdächtigen eingestellt hat im Frühling. Jetzt hat die Strafrechtsexpertin Ingeborg Zerbes, die immerhin die stellvertretende Rechtsschutzbeauftragte in ihrem Justizministerium ist, das scharf kritisiert und gesagt, das hätte man auch in Österreich verfolgen können und müssen. Das Justizministerium hat das zurückgewiesen, aber sind Sie ganz sicher, dass die Staatsanwaltschaft Wels in diesem Fall alles richtig gemacht hat? Also einerseits muss man sich die Frage stellen,
was ist hier das Ziel? Und das Ziel ist natürlich, dass Betroffene von Hass im Netz rasch unterstützt werden einerseits und dass die Täterinnen und Täter rasch auch ausfindig gemacht werden, ausgeforscht werden und gegen sie auch rasch Ermittlungshandlungen gesetzt werden. Die Staatsanwaltschaft in Wels hat das Verfahren abgetreten an die Münchner Staatsanwaltschaft, als bekannt wurde, dass der Täter oder dass der Verdächtige in dem Fall in München aufhältig ist. Dann hat es Ermittlungsmaßnahmen gegeben und vor kurzem ist ja auch die bekannt geworden, dass es eine Hausdurchsuchung gab. Also es macht schon Sinn auf den ersten Blick, dass dort, wo der Täter oder wo der Verdächtige ansässig ist, dass dort auch die zuständige Staatsanwaltschaft Ermittlungshandlungen setzt, weil es wesentlich effizienter ist. Dass die Staatsanwaltschaft in Wels eingestellt hat, das hat ja offenbar Frau Dr. Kellermeier nicht den Eindruck vermittelt, dass die Behörden sich um sie kümmern und um ihr Anliegen. Also nochmal die Frage, hat die Staatsanwaltschaft Wels alles richtig gemacht? Vielleicht nur einen Schritt zurück, weil eine Sache möchte ich korrigieren. Die Staatsanwaltschaft Wels hat nicht alle Verfahren eingestellt. Es ist nur dieses eine Verfahren gegen den Verdächtigen an die Staatsanwaltschaft in München abgetreten worden. Und es wurden weitere Verfahren gegen unbekannte Täter geführt, wo ich Ihnen aber recht gebe. Und genau da müssen wir ansetzen. Es geht darum, dass gerade die Kompetenzen, auch bei den Staatsanwaltschaften, die Fachkompetenzen, die IT-Expertise ausgebaut wird. Da kommen wir hin, Frau Ministerin, aber Sie weichen mir aus. Die Frage war, hat die Staatsanwaltschaft Wels alles richtig gemacht? Es wurde in der Fachaufsicht geprüft und auch genehmigt. Also insofern geht man auch von einem korrekten Vorgehen aus. Gehen Sie davon aus? Was mir wichtig ist in diesem Verfahren festzuhalten, das möchte ich noch mal betonen. Natürlich müssen die Behörden hier schneller agieren und daher wird es auch. Aber warum beantworten Sie meine Frage nicht? Die Frage war, hat die Staatsanwaltschaft Wels alles richtig gemacht? Ich beantworte gerade Ihre Frage. Einerseits, das Vorgehen wurde in der Fachaufsicht geprüft und für richtig befunden, dass das abgetreten wird an die Münchner Staatsanwaltschaft. Und weitere Ermittlungshandlungen bzw. Ermittlungsverfahren gegen unbekannte Täter wurden weiterhin geführt. Das kam noch gar nicht am Ministerium, weil da noch weiter ermittelt wurde. Dass die Ermittlungen zu lange dauern im Bereich vom Hass im Netz, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Und genau deswegen braucht es hier auch eine Aufstockung, gerade im Bereich der IT-Expertise. Und Sie wollen mir die konkrete Frage nicht beantworten. Ich habe, glaube ich, Ihre Frage sehr wohl beantwortet. Machen wir es allgemeiner. Die ÖVP hat jetzt eine Sonderstaatsanwaltschaft vorgeschlagen, eben für mehr Expertise. Sie wollen das nicht. Das ist interessant, weil die beiden führenden Expertinnen, die es wahrscheinlich im Land für Hass im Netz gibt, Ingrid Brodnik und die Rechtsanwältin Maria Windhager, die sagen beide, eine solche spezialisierte Behörde wäre sehr wohl sinnvoll, weil die a. inhaltlich und technisch kompetent wären und genug Personal hätten und b. die würden das Problem vor allem endlich ernst nehmen. Momentan ist das nämlich eine Lotterie, je nachdem, zu welchem Staatsanwalt man kommt. Warum sind Sie trotzdem dagegen? Für Betroffene ist es egal, ob sein oder ihr Fall von einer Sonderstaatsanwaltschaft gelöst wird oder von Kompetenzstellen innerhalb einer Staatsanwaltschaft gelöst wird. Für sie ist es das Wichtigste, dass sie eine bestmögliche Unterstützung im Verfahren bekommen. Aber es passiert nicht. Wir haben ein Pilotprojekt gestartet und in meiner Amtszeit, dass in der Staatsanwaltschaft Wien und auch in der Staatsanwaltschaft Graz eine Kompetenzstelle eingerichtet wird für Cybercrime und Hass im Netz. Das ist ein Phänomen, das österreichweit alle Staatsanwaltschaften betrifft. Jede Staatsanwaltschaft ist mit Hass im Netz und Cybercrime konfrontiert, muss da auch spezialisierte Staatsanwälte haben, speziell geschulte Staatsanwälte. Und deswegen plädiere ich auch dafür, diesen Weg konsequent weiterzugehen. Und ich will auch, dass diese Kompetenzstellen flächendeckend jetzt zur Verfügung gestellt werden. Aber genau deswegen, weil es so ist und weil man Spezialisten braucht, auch mit Korruption sind alle Staatsanwaltschaften in Österreich beschäftigt. Trotzdem gibt es eine Sonderbehörde, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die hocheffizient genau das verfolgt. Wäre es nicht effizienter, Sie haben eine spezialisierte Behörde mit 25, 30 Staatsanwältinnen, die sich da wirklich auskennen, mit IT-Spezialisten, als Sie haben bei jeder Staatsanwaltschaft in Österreich dann zwei oder drei sitzen? Es geht nicht darum, dass es bei jeder Staatsanwaltschaft zwei oder drei Staatsanwälte gibt, sondern dass man flächendeckend in jedem Sprengel, in jeder größeren Staatsanwaltschaft Kompetenzstellen gibt. Und warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil
wir jetzt Cybercrime, Hass im Netz, das ist eine Kriminalitätsform. Alle Kriminalitätsformen verlagern sich ins Internet. Wir werden immer mehr mit Cybercrime und Hass im Netz zu tun haben. Wir werden daher spezialisierte Staatsanwaltschaften flächendeckend brauchen, weil wir hier einfach auch sehr viele Verfahren führen werden in der Zukunft. In den letzten 10 Jahren, und lassen Sie mich das noch ausreden, in den letzten 10 Jahren wurde leider verabsäumt, sich diesem Phänomen zu widmen. Und deswegen müssen wir rasch bei der Polizei, bei der Staatsanwaltschaft und bei den Gerichten Ressourcen aufbauen, IT-Expertise herstellen, also wirklich Fachexperten und speziell geschulte Staatsanwälte auch haben, damit dieses Phänomen rasch in den Griff bekommen werden kann. Bis wann gibt es die bei jeder Staatsanwaltschaft? Ich werde mich jetzt beim Finanzminister auch darum bemühen, dass wir hier auch mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen und dass wir spätestens nächstes Jahr auch flächendeckend das Angebot zur Verfügung stellen können. Die Zeit ist schon knapp, trotzdem noch ganz kurz 2 Punkte. Es wird immer wieder über eine Klarnamenpflicht im Netz diskutiert oder über eine sogenannte Ausweispflicht quasi, wie es die letzte Regierung geplant hatte, dass man zwar weiter anonym posten darf, aber dass die Plattformen wissen müssen, wer wirklich hinter den Accounts steht. Jetzt gibt es zwar unendlich viel Online-Hass, auch unter Klarnamen, mit Foto und vollem Namen, aber es wäre zumindest rechtlich viel leichter zu verfolgen als anonyme Postings. Ist das was, über das Sie nachdenken? Nein, weil viele Experten sagen mir, dass das nicht zum Ziel führt, zum Ziel, dass Täterinnen und Täter rasch ausgeforscht werden. Wir brauchen hier mehr Fachexpertise in den Ausforschungsstellen bei der Kriminalpolizei. Aber wenn jemand mit Klarnamen im Netz ist, muss ich ihn nicht ausforschen. Man muss sie nicht ausforschen, da haben Sie vollkommen recht. Aber es gibt auch IP-Adressen im Hintergrund. Sehr viele Plattformen, bekannte große Plattformen, haben ja bereits registrierte Benutzer und registrierte Nutzer. Das heißt, man kann sehr leicht auch diese in Erfahrung bringen. Beziehungsweise, wenn Sie jetzt den derzeit diskutierten Fall heranziehen, hat eine Hackaktivistin ziemlich rasch herausgefunden, wer denn die E-Mail oder die E-Mail versandt hat. Ja, nicht die Polizei. Jetzt haben Sie heute diese neue Infokampagne vorgestellt. Und Sie haben schon gesagt, es gibt dieses Rechtshilfeangebot. Das gibt es jetzt irgendwie schon länger. 3 Millionen Euro standen dafür zur Verfügung. Nur 11.000 davon haben Sie gebraucht, weil nur 16 Menschen sich dahin gewandt haben. Niemand weiß nach über einem Jahr, dass es das gibt. Das vermittelt ja jetzt nicht den Eindruck, dass die Politik das Problem wirklich ernst genommen hat bis jetzt. Und das ist ein großes Thema, dass das nicht angenommen wird. Wir haben das in den Zahlen gesehen letztes Jahr. Aber sind ja nicht die Leute daran schuld? Nein, absolut nicht. Und deswegen ist es auch wichtig, deswegen habe ich das auch in Angriff genommen und da habe ich diese Informationskampagne gestartet, denn es ist ein großartiges Instrument. Ich habe in den letzten 2 Jahren dafür gekämpft, dass es die Prozessbegleitung für Betroffene von Hass im Netz gibt und dass wir ausreichend Finanzierung dafür zur Verfügung haben. Und jetzt machen wir diese Informationskampagne, damit die Menschen wissen, damit jeder weiß, wo er sich, an wen er sich wenden kann, aber um Hilfe zu bekommen. Warum erst jetzt, nachdem jemand gestorben ist, dass sich niemand an diese Stelle wendet, das wissen Sie schon seit über einem halben Jahr. Wir planen ja auch die Kampagne schon länger, die ist jetzt fertig geworden und startet mit heute. Sie ist schon länger geplant und ich hoffe wirklich sehr, dass mein Appell auch heute viele Menschen erreicht, dass man bei hilfebeigewalt.gv.at sich rasch eine Unterstützung holen kann. Die Adresse nochmal hilfebeigewalt.gv.at. Frau Bundesministerin, vielen Dank für den Besuch. Vielen herzlichen Dank. Und wir gehen damit ins Ausland, in die USA, konkret nach Florida, wo Donald Trump seit den 1980er Jahren seine riesige Sommerresidenz Mar-a-Lago mit 118 Zimmern besitzt. Trump hat dort auch als Präsident gerne Gäste empfangen. Über den Besuch letzte Nacht hingegen war er weniger erfreut. Eine Hausdurchsuchung des FBI bei einem ehemaligen US-Präsidenten hat es noch nie zuvor gegeben. Die Polizisten suchten offenbar Dokumente aus dem Weißen Haus, die Trump illegal zur Seite geschafft haben soll. Wenn das stimmt, wäre es strafbar. Trump hingegen fühlt sich politisch verfolgt, selbst vom FBI-Direktor, den er selber eingesetzt hat. Aus den USA, Inka Bier und Christoph Kohl. Aus Solidarität mit ihrem Präsidenten pilgern Dutzende Trump-Fans vor sein Anwesen in Florida. Sie sind empört. Die Aktion des FBI käme einer politischen Hexenjagd gleich, meinen sie. Das ist Kommunismus. Ich bin aus Kuba. Ich kenne das. Ich habe das selbst erlebt. Sie wiederholen das, was die Spitze der Republikanischen Partei und Trumps engster Umkreis seit Bekanntwerden der Razzia rund um die Uhr trommeln. Das ist Wien, Venezuela, wie in einer Bananenrepublik. Das FBI hat einfach das Haus des 45. Präsidenten der USA durchsucht, einfach einen Safe aufgebrochen. Safe's broken open.
Dutzende FBI-Agenten haben am Montag das Trump-Anwesen durchsucht. Sie sollen nach Dokumenten gesucht haben, die Donald Trump zum Ende seiner Amtszeit illegal aus dem Weißen Haus mitgenommen hat. Manche davon mit streng geheimen Inhalten. Donald Trump selbst hat die Durchsuchung öffentlich gemacht. Noch nie in der Geschichte ist einem Präsidenten der USA so etwas passiert. So ein Angriff kann nur in einem zerstörten Land passieren. Die Republikaner sprechen von Missbrauch der Justiz. Das sei an den Haaren herbeigezogen, meinen Juristen. Dem FBI wird eine Nähe zu den Konservativen nachgesagt. Die Vorstellung, dass das FBI jetzt ein Werkzeug der progressiven Linken sei, ist schlichtweg lächerlich. Welche Konsequenzen Trump jetzt drohen sei, angesichts der spärlichen Informationslage noch schwer abzuschätzen. Das Rechtssystem funktioniere aber jedenfalls. They have to have a warrant from a judge. Sie brauchen dafür einen Durchsuchungsbefehl von einem unabhängigen Richter, einen glaubhaften Verdacht, dass sie Beweise für ein Verbrechen finden. Sie können das nicht nur tun, weil sie meinen, das ist eine schlechte Person. Bad people have bad things in their house, let's look. Die Hausdurchsuchung des FBI ist ein großer, gewagter Schritt des Justizministeriums, das sich bisher sehr behutsam gegenüber Donald Trump verhalten hat. Die Sorge ist groß, dass jegliches Vorgehen gegen Donald Trump seine Basis mobilisiert, was Trump zu seinem Vorteil nutzen könnte. Donald Trump flirtet schon lange mit einer weiteren Präsidentschaftskandidatur. Nun wird spekuliert, ob er diese bald bekannt geben könnte. Denn als offiziellem Kandidaten würde es ihm noch leichter fallen, Ermittlungen gegen ihn als politische Verfolgung darzustellen. Ein erstes Video, das sehr wie ein Wahlkampfclip aussieht, hat Donald Trump jedenfalls bereits veröffentlicht. Und zur Razzia bei Donald Trump ist heute noch der österreichisch-amerikanische Anwalt Robin Lamptson zu Gast in der ZIP-Nacht um 22.49 Uhr in ORF 1. Und wir berichten in dieser Sendung noch über die schlimmsten Regenfälle in Südkorea seit 80 Jahren nach den Kurzmeldungen. Ab heute können Unterstützungserklärungen für die Kandidaten der Bundespräsidentenwahl abgegeben werden. Mindestens 6.000 Unterschriften müssen die Hofburg-Bewerber bis 2. September sammeln, um am Wahltag am 9. Oktober auch antreten zu können. Bildungsminister Martin Polaschek will, dass Corona-positive LehrerInnen mit einer Maske unterrichten dürfen, solange sie symptomfrei sind, wie andere Beschäftigte auch. SPÖ und FPÖ kritisieren die neue Regelung. Der oberste Gerichtshof hat entschieden, dass die Republik Österreich nicht für die Vermögensschäden der Kommerzialbank Mattersburg haftet. Knapp 60 Großanleger haben wegen fehlender Bankenaufsicht geklagt. Insgesamt betragen die Ansprüche über 1 Milliarde Euro. Nach der Gewalteskalation im Gazastreifen sind heute bei Einsätzen der israelischen Armee im Westjordanland zahlreiche Menschen verletzt und 4 Palästinenser getötet worden. Darunter auch ein hochrangiges Mitglied der Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden. Bei einer Razzia in seinem Haus habe man Sprengsätze und Waffen gefunden. Auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim ist heute ein Munitionsdepot auf einem Luftwaffenstützpunkt explodiert. Es soll einen Toten und 5 Verletzte, darunter ein Kind, geben. Laut dem örtlichen Gouverneur soll eine Selbstentzündung der Munition die Explosionen ausgelöst haben. Andere spekulieren über einen Sabotageakt. Für die falschen Insertschriften im Meldungsblock muss ich mich entschuldigen. Das war leider ein technisches Problem. Pardon. Und damit müssen wir uns für heute von allen verabschieden, die via Dreisat dabei waren. Danke für Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Starke Regenfälle im Sommer sind in Südkorea gar nicht selten, aber so viel Regen wie seit gestern ist in der Millionenmetropole Seoul seit 80 Jahren nicht mehr gefallen. 9 Menschen sind bisher in den sintflutartigen Wassermengen ums Leben gekommen, der Strom ist ausgefallen und ganze Straßenzüge stehen unter Wasser. Die Flut kommt in der Nacht. Auf vielen Straßen in Seoul geht gar nichts mehr. Unterführungen und Tunnels sind überflutet. Gegen solche Wassermassen scheinen die Einsatzkräfte machtlos. Auch U-Bahn-Stationen, Geschäfte und Wohnhäuser stehen unter Wasser. Die Stromversorgung bricht teilweise zusammen. Das ganze Ausmaß der Schäden zeigt sich am nächsten Morgen. Ganze Straßenzüge der Millionenmetropole sind verwüstet. Ich wohne hier in der Gegend, aber so ein Chaos habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin geschockt und hoffe, dass die Betroffenen Schadenersatz bekommen.
Es hat nicht viel geregnet in letzter Zeit, aber wenn es dann wie gestern an einem Tag richtig viel regnet, dann kommt es zu Überschwemmungen. Mich überrascht das nicht. Meteorologen halten den starken Anstieg der Niederschläge für eine Folge des Klimawandels. Die Gefahr ist längst nicht gebannt. In Seoul und Umgebung hat der Zivilschutz die höchste Alarmstufe ausgerufen. Denn auch in den kommenden Tagen soll es weiter stark regnen. Bei uns hingegen ist es mit den Niederschlägen vorerst vorbei. Das wird morgen wieder ein recht sonniger Tag mit ein wenig Frühnebel und größeren Quellwolken am Nachmittag. Die Temperaturen steigen auf 24 bis 28 Grad und passen damit vielerorts zur Jahreszeit. In Bregenz jedoch liegen die Werte derzeit über dem Klimaschnitt für Mitte August. Der wärmste Tag in dieser Woche dürfte dann der Sonntag werden. Dieser Sommer liegt bis jetzt österreichweit 2,5 Grad über dem langjährigen Mittel und damit gehört er zu den drei wärmsten Sommern seit über 250 Jahren. Bei uns in ORF2 begibt sich kreuz und quer jetzt auf die Spuren einer sensationellen Entdeckung, die das Christentum Ende des 19. Jahrhunderts erschüttert hat. Forscher stießen damals auf der Halbinsel Sinai auf historische Schriften, die zahllose Textabweichungen zur Bibel enthielten und damit die Wahrheit der Evangelien in Frage stellten. Eine spannende Spurensuche für die Bibeljäger. So heißt die Dokumentation jetzt in Kreuz und Quer. Und die nächste aktuellen Nachrichten hat, wie schon gesagt, die ZIP Nacht heute um 11:11 in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.